Willkommen bei Zurück in die Zukunft, Episode 5, Outer Time. Ja, die letzte Episode ging nicht gerade so gut aus, denn unser Emmett ist mit der Vergangenheits-Edna wohin gefahren und sie haben ja über Dinge geredet, die mir gerade ziemlich Kopfzerbrechen bereiten. Also ich habe da schon ein sehr, 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 sehr schlechtes Gefühl. Und da wir immer noch in der Vergangenheit sind, könnten wir da immer noch viel verändern, was in unserer Gegenwart für Verwirrung und Chaos sorgen wird. Und wer weiß, ob dann die Zukunft noch existiert. Zumindest unsere Zukunft. Mit diesem sehr, sehr epischen Vorwort würde ich mal sagen, neues Spiel, Episode 5. Wir sind dumm wie Stroh, Ziele einblenden. Und los geht's. Mit Episode 5, Outer Time. Ich bin gespannt. Telltale Games. Back to the Future. Episode 5. Outer Time. Wir sind auf Oktober 1931. Im Büro von Dr. Emmett Brown. Beziehungsweise damals noch kein Dr. Emmett Brown. Marty, steh doch auf, es geht weiter. Mann, du Trottel, verpennt dir einfach den Anfang. So. Und runtergefallen. Hallo? Marty! Bist du wach? Gut. Doc, Emmett, wo bist du? Ich bin auf der Expo. Ich bin früh raus, um Pa nicht zu begegnen. Hätte er gewusst, dass ich auf dem Weg war, mich mit einer Demonstration zum Gespött zu machen, wäre er an die Decke gegangen. Gut, das war unsere liebe Vergangenheit, Emmett. Der eigentlich mit der Vergangenheit Edna rummacht, was wir nicht wollten. Aber dass es der Zukunft Emmett sich jetzt an sie ranmacht, das ist noch schlechter. Bleib einfach, wo du bist, ich komm schon. Also bleib, wo du bist. Ich bin auf dem Weg. Super, aber zuerst musst du eine wichtige Mission erfüllen. Auf dem Tisch neben meinem Rechtsbüchern ist ein Gerät an der Wand eingestöpselt. Ich glaube, ich sehe es. Leuchtet es? Ja, ist das gut? Das ist fantastisch. Das Leuchten bedeutet, dass mein statischer Akkumulator aufgeladen und bereit zum Einsatz ist. Bring ihn mit zur Highschool und wir. Verdammt! Was? Edna ist da! Aber. Okay, Emmett, statischer Akkumulator ist auf dem Weg. Alles klar. Dann gehen wir mal zur E3. Wow. Hey Doc, Vorsicht! Sie hätten mich beinahe überfahren. Tut mir leid, Martin. Dieses Fahrzeug ist manchmal schwierig zu steuern. Ja. Hey, alles in Ordnung? Nach dem Streit wegen Emmett gestern Abend. Alles okay. Danke der Nachfrage. Gut, Edna ist weg. Das ist schon mal sehr gut. Oder sehr schlecht. Wo waren Sie denn? Wo waren Sie die ganze Nacht? Ich bin ein bisschen rumgefahren, auf der Suche nach alten Freunden. Musste nachdenken. Okay. Mein Schicksal ist also, dass ich das für die Expo baue? So ist es. Das ist ein statischer Akkumulator. Emmett hat die ganze Nacht daran gebaut. Scheinbar musste er Frankenstein dann doch nicht mehr ansehen. Er brauchte nur einen kleinen Schubser und ein paar Blitze. Faszinierend. Mir wurde gestern Abend auch etwas klar. Doc? Ich habe verstanden, dass nicht Edna mein Leben ruiniert hat. Doc? Es war die Wissenschaft. Okay, und das ist eben das, was mich sehr, sehr, sehr verwirrt. Ich weiß nicht, ob er recht hat oder nicht.
Es ist Schicksal, er kann nicht zurück. Die Wissenschaft bedeutet ihnen alles. Ja, nehmen wir mal das. Sie dürfen die Wissenschaft nicht aufgeben, sie lieben sie. Korrektur, mein jüngeres Ich liebt die Wissenschaft. Aber wenn Emmett bei der Expo seine Erfindung nicht vorstellt, wird sein Traum, ein Wissenschaftler zu werden, so weit verblassen, dass Edna wieder in sein Leben treten und ihn auf einen neuen Pfad führen kann. Ein neuer Pfad? Und welcher? Einen neuen Pfad? Welchen neuen Pfad? Keine Ahnung, Architekt, Mechaniker, Präparator. Vielleicht werde ich auch der Anwalt, den sich mein Vater immer gewünscht hat. Solange Emmett die Wissenschaft meidet, werden Edna und ich zusammen glücklich sein. Was anderes, was mir schon etwas länger im Kopf rumschwirrt, wenn wir nämlich die Vergangenheit so viel ändern, dass Emmett nie im Leben Wissenschaftler wird, müsste ja eigentlich auch die Zeitmaschine verschwinden. Und das wäre sowas von scheiße, dann könnten wir nicht einmal zurück. Denn meiner Meinung nach müsste das tatsächlich so sein. Also wenn wir zu viel in seiner Vergangenheit rumschrauben, ja, stecken wir fest. Aber Emmets Pfad ist schon bestimmt. Selbst wenn sie Emmets Chancen bei der Expo torpedieren, wird er die Wissenschaft jetzt nicht aufgeben. Er ist zu versessen. Du kennst mich nicht so gut, wie ich mich selbst kenne. Nachdem er bei der Expo versagt hat, brauchte er Geborgenheit. Und Edna hat bereits einen romantischen Ausflug zum See arrangiert. Ich bitte Sie, Doc, Sie haben sich das nicht gut überlegt. Hab ich nicht. Wir beide werden es wohl rausfinden müssen. Eins ist sicher. Emmett Browns Leben wird sehr viel einfacher sein ohne eine Zeitmaschine. Nein. Was ist jetzt los? Was zum Geier? Hä? Wo ist er hin? Holy shit, was zum Geier? Schnappt der Emmett statischen Akkumulator? Ja, wo ist der denn? Der ist doch... Ist er dahin geflogen? Wo bist du, Akkumulator? Da ist er doch! Hab dich! Oh, bitte! Du kannst dich verstecken, aber ich werde dich immer wieder finden. Du kannst dich verstecken, aber... Eieiei! Komme ich denn da jetzt hoch? Ha, die erste Quest und ich versauge auch schon wieder. Coole Zeitung hilft mir sehr viel. Komm. Wo gehst du hin? Ach so. Ich kriege schon. Ich komme nicht dran. Da war doch was. Ich komme nicht dran. Ich habe irgendwas gesehen. Ah ja, Hinweise. Gut, es gibt keinen Hinweis, das heißt, das muss ich irgendwie rausfinden. Hab dich! Ach so. Das wäre eine coole Flugmaschine. Aber naja, wir haben andere Sorgen. Nämlich die E1. Ja, E1, genau. Der Vorgänger der E3. Wunderschön. Die neueste Technik. Einfach ein Traum. The future is coming today. There's a shiny new tomorrow on the way. A day of invention is at hand. It's a mystic futuristic wonderland. Just around the bend, my friend, you'll see a dream or two. If you care to dream and dare to dream, your dreams can all come true. Und da ist die Future. Nicht schlecht, was? Gar nicht schlecht, aber ich dachte, du hast sie gefeuert. Ich habe einen Ausweg gefunden. Was für einen Ausweg? Einfach einen Ausweg.
Hey, du bist nicht der Einzige, der Geheimnisse haben darf. Ist ja schon gut, schon gut. Sag mal, wolltest du nicht das Dingsbums zu Emmett Browns Stand bringen? Hä? Oh, ja, das stimmt. Now on iTunes. Also man kann sagen, was man will, aber die können wirklich gut singen. Habe ich das nicht gelesen? Ich war wieder mal abgelenkt von so viel Gesang. Finde Emmett Stand und bring den. Bleibt doch hier den statischen Akkumulator. Erstmal gucken, was das ist. Emmett statischer Akkumulator. Ich muss ihn Emmett bringen. Aber zuerst muss ich Emmett finden. Denn, wie schon 15 Mal gesagt, das Spiel ist kacke programmiert. Nicht beachten. Ja, nicht fast jedes Filmspiel-Dingensens. Da habe ich erst vor kurzem auch das Let's-Test von Gronkh gesehen zu The Expendables 2. Ich habe den Film zwar nicht gesehen, aber ich finde das Spiel irgendwie nicht so krass. Also, es ist irgendwie fast storyloses Rumballern und ja. Auch ein Beweis, Film soll lieber Film bleiben und Spiel eben Spiel. Aber naja, ich finde das Spiel jetzt gar nicht mehr so schlecht und wir sind eh schon fast am Ende. Und vor dem Ende sollte man ja nicht urteilen. Wer weiß, was da für ein episches Ende uns mit dieser nervigen Frau erwartet. Werden wir sie töten? Werden wir sie foltern? Oder einfach in der Vergangenheit zurücklassen und sie zu einer alten Frau mit Katzen vorleben werden lassen? Erstmal das hier angucken. Für Zutritt Eintrittskarte einführen. Ah, wegen diesen Dingen habe ich mir schon ein paar Mal meine Dingsbums angestoßen. Aber gar nicht mal so eine schlechte. Die Erleuchtung erwartet Sie auf dem Meeresgrund. Stellst du Bioshock vor oder was magst du hier? Entschuldigen Sie, Mr. Duto, Jacques Duto, zu Ihren Diensten. Darf ich mal mitfahren, was immer du auch magst? Könnte ich diese Tauchkugel ausprobieren? Certainement, wenn Sie eine Eintrittskarte haben. Ah, Mann, oh Mann. Man sieht sich. Und tschüss. Sich der Steuerung der Tauchkugel. Erstmal weiter gucken, was gibt's da noch? Informationsstand, was ist das eigentlich? Komm mir vor wie auf der E3. Nur altertümlich. Aber das gibt es ja schon in der Zukunft. Das sieht schon irgendwie cool aus. Gab solche Drehmechaniken Dingsens schon 1931? Bestimmt. Ich glaube, das soll eine Uhr sein. Ja. Und da ist eine Trixie. Ach, wie schön. Was ist das denn? Ein Telefonhaus oder was soll das sein? Und da ist er schon, wie aufs Stichwort. Zweifellos will er es Ihnen ausreden, Detective. Aber Sie müssen jetzt standhaft bleiben. Hallo, Corleone. Hallo. Gott, man kommt nur in ihre Nähe und wird schon angeben, Mutz. Das hasse ich so. Was hat Edna vor? Was macht sie denn hier? Naja, Miss Strickland scheint zu glauben... Tritt beiseite und lass den Officer seine Pflicht erfüllen. Los! Was? Moment mal, das da oben ist doch Emmets Levitator. Nicht so bescheiden. Mindestens die Hälfte der Anerkennung gebührt doch dir. Du hast Emmett doch dazu gebracht, mich zu verlassen. Und du hast ihn dazu bewegt, mein Projekt aufzugeben. Zugunsten dieser Gefahr für die öffentliche Sicherheit. Du bist eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit. Na und? Na und? Was dagegen? Ich glaube, du weißt genau, was ich dagegen habe. Emmets Erfindung funktioniert doch nicht, oder? Jedenfalls nicht so, wie der arme Emmett sich das vorstellt. Woher weißt du das? Ich hatte gestern Abend ein sehr interessantes Gespräch mit Carl Sagan. Ich habe herausgefunden, wer Michael Corleone wirklich ist. Und woher er kommt. Möchtest du mir vielleicht was sagen, Michael? Warum nennen Sie ihn nicht bei seinem echten Namen? Nein. Yakov Smirnov. Vielen Dank, Doc. Ein Anarchist.
Ein Fremder, der Chaos und Zerstörung auf der Hill Valley Expo verbreiten will. Danny, du glaubst diesen Schwachsinn doch nicht etwa, oder? Tut mir leid, Jako, aber ich habe wirklich keine Wahl. Sehr gut. Und nun? Verhaften Sie diesen Umstürzler! Komm mal her. Hör mal her. Ich glaube ja, dass die Dame eine Schraube locker hat, aber die Leute in der Stadt glauben ihr seit dieser Sache mit Kitten. Aber Emmett muss seinen elektrokinetischen Levitator vorführen. Seine gesamte Zukunft hängt davon ab. Und meine Zukunft hängt davon ab, dass er es nicht tut. Der Chief liest ihre Kolumne immer mit Inbrunst und, naja, wenn ich nicht tue, was sie sagt, ruft sie eine Kampagne ins Leben, unsaubere Beamte aus dem... Kann ich denn gar nichts tun? Nicht, solange du keinen handfesten Beweis hast, dass Edna gegen ein Gesetz verstoßen hat. Und? Ich finde schon was. Mach das. In der Zwischenzeit sollten du und Emmett lieber... Wo ist Emmett eigentlich? Du hast ihn nicht gesehen? Emmett? Hat dieser Fremde etwas mit meinem Emmett gemacht? Vielleicht sollten Sie ihn suchen. Sie lassen ihn gehen? Diesen radikalen Umstürzler? Einfach so? Okay, ich muss also Emmett finden. Und irgendwas wegen Edna unternehmen. Und ich hoffe, ihr habt den guten Officer Dingenskirchen gut verstanden. Da war die Hintergrundmusik lauter wie seine Stimme, das ist echt teilweise furchtbar. Ich kann teilweise nur noch technisch daran meckern. Storytechnisch allerdings nicht, da finde ich die schon relativ gut. Wie heißt ich nochmal? Jakob... Irgendwas. Gott, hat schon richtig Muffensausen, da wäre ja alles aufgeflogen. Halleluja. So, da ist erstmal alles gesperrt. Emmett wird mit seinem elektrokinetischen Levitator fliegen, und zwar heute. Und dafür sorge ich schon. Höchstpersönlich. So, was ist heute dann alles auf dem Programm? Mal gucken. Wir sind... Komm schon, Emmett. Wo bist du? Vierter, oder? Supi. Finde Emmett, damit er seine Erfindung vorführen kann. Gut, wir haben massig Zeit. Phone Booth of the Future. Stimmt, solche ähnlichen Telefonhäuschen habe ich selbst schon mal benutzt. Auch auslandsmäßig, ich glaube, das war in Bulgarien oder wo ich war, da gab es auch tonnenweise von denen, ich glaube, 10 nebeneinander zum Telefonieren. Übelst teuer, man hat jeden Lärm von draußen mitgekriegt. Aber der hatte wenigstens eine Tür, also da ist nicht gerade so future-mäßig. So, da ist Trixie, was ist da noch alles? Eine Bitch, die ich hasse. Officer Parker, genau. The Future of Law Enforcement. Ach, Topfpflanze. Ach, du heilige futuristische... Was? Einfach weitergehen. Gut, Informationsstand, was ist da? Ach, der da. Ich grüße alle. Schön, dass Trixie wieder ihren alten Job zurück hat. Wie sie das wohl geschafft? Hat. Mann, zum Ende hin, da gibt es schon technischen Durchfall. Und die Schuhe passen nicht gerade zum Kleid. Kleine Anmerkung. So, gucken wir uns mal das Telefonhäuschen an. Ach, der doch eine. In der Telefonzelle der Zukunft. Aus Atlasglas gefertigt. Atlas, unzerstörbar und schalldicht. Unser Telefon kann freihändig benutzt werden, sodass Sie, während Sie in absoluter Privatsphäre mit Ihren Freunden sprechen, es... Möchten Sie telefonieren? Ja, ich würde gern mit... Leider akzeptiert diese Telefonzelle nur eingehende Anrufe. KL4253. Und ich hatte irgendwie eine komische Idee. Freihändig und ja.
Wenn man dann Sex hat, dann anruft und man hat beide Hände frei. Ja, das kam mir gerade so in den Sinn. Das wäre irgendwie schon eine interessante Erfindung. Freihändiges Telefonieren. Aber nur für eingehende Anrufe, das ist auch irgendwie ein Schwachsinn. Was sagst du denn dazu, Trixie?